Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in SimRail. Ich dachte, ich tue mal wieder ein bisschen Fahrdienstleitern in Zawirci auf DE1. Mal schauen, wie so die Lage ist. Ist ja schon ein bisschen her, dass ich hier FTL gemacht habe. Und ich habe wieder mein kleines Self-Align-Tool mit dabei. Und zwar der SimRail Train Describer. Super tolles Tool. Gerade um ein bisschen mehr Voreinsicht zu haben, was für Züge so kommen. Ich hoffe, ich vergesse nicht, den immer wieder einzublenden. Da kommt auch gerade ein Zug, und zwar der 441043 von Mysko. War noch ein bisschen Vorlaufzeit. Der 441043, der möchte dann auf die 160 bzw. Gleis 3 fahren. Das können wir schon mal einstellen. So. Und wir werden hier mal ganz kurz Hallo sagen. Eigentlich bin nichts los, es könnte auch unten fahren, aber wir machen es mal ganz kurz nach Plan. So, bis dahin hat er es ja schon. Gut. Und einmal so und einmal so. Dann ist der Zug erledigt. Im Bahnhof steht noch der 3720, der soll eigentlich auch bald abfahren. Um 40, nicht ganz eine Minute. Ansonsten, da kommt jetzt gerade der 443935 unten rein. Das heißt, Lazy wird dann bald klingeln bei uns. Und dann haben wir den 40670 und den 41118, die wir jetzt nächst erwarten dürften. Gut. Welcher davon kommt als erstes? Nach Plan. Wir haben da der 41118 da oben und der 40670. Also der müsste zuerst kommen. Der will nach Gora fahren. Eurocity. Und ein ROJ nach Mysko. Alles kein Problem. Was haben wir jetzt gesagt? 118 für Gora. Mit Personenhalt. Ich tue das schon mal einstellen. Und dann haben alle Leute hier gleich schon mal grünes Signal, wenn sie hier einfahren. Das ist ja auf Rot bei Personenhalt. Gut. Also eine Stunde bin ich jetzt knapp hier schon drin. Ah, okay. Wir haben keinen Nachbar mehr. Gut. Lazy. Einmal hier. Einmal so. 443935. Block mal bitte. So, und schon mal der erste Teil der Einfahrt. Der ist jetzt auch am Wegfahren. Ich habe den EDR jetzt erstmal so eingestellt, dass er automatisch hier die Zeiten anpasst. Dann spare ich mir das. Von den Verspätungen her ist eigentlich sehr überschaubar. Eigentlich recht pünktlich. Wir haben sogar einige Verfrühungen mit dabei. Das liegt vor allem, denke ich mal, daran, dass sehr viele Bots unterwegs sind. Also so sieht es momentan aus. Fahrdienstleiter 1, 2, 3... 4, 5. 5 Fahrdienstleiter und halt ein paar Züge. Aber überschaubar. Lazy haben wir da den Horst Adler, den Eis in Zapkovice, sonst immer bekanntes Walgut, Kotzlo. Ja. Überschaubar. So. An euch Bots mache ich keine Meldung. Okay, 441043. Da hinten am Start. Aber noch nicht in Sichtweite. Wir haben einen Spieler. Wahnsinn. 41118. Der wird sich freuen über die Einfahrt. Okay, deine Güterzug, der 443935.
Das ist der da, der bin nach Misko um 9.50 Uhr. Theoretisch Durchfahrt. Davor haben wir aber noch den 40670 ROJ. Wenn wir den noch abwarten, würde ich jetzt mal sagen. Und von Misko selber kommt der 40123 und dahinter der 73115. 40123 möchte ich garantiert anhalten. Yes, natürlich. 46. Gut. Tun wir das mal anpassen. Jetzt nach wie vor den Bug, dass die Züge immer temporär verschwinden hier, wenn die hier wechseln. Und dann tauchen sie wieder auf. Bisschen schräg, aber wenn man es weiß. Da ist er ja. Was ist denn wieder drauf? Stahlplatten. Und noch ein paar Container mit Metallrollen. Einmal gemischt hier. Ja, gute Weiterfahrt. So, 41118. Kommt von da hinten in der Ferne. Nicht in Sichtweite. Ah, da ist er ja. Der 73115. Was bist du eigentlich für einer? Der kommt gerade dahinter. MPE auch mal mit Person halt. Gut, gut. Kein Problem. Muss er noch ein bisschen warten. Und 118 hat Abfahrt 45. Okay, also sobald er drin ist, geben wir ihm die Ausfahrt, damit er hier noch schön sauber anhält. Da ist er ja. Sehr schön. So, 40670 ist auch am Anrollen nach Misko. So, du kriegst schon mal die Ausfahrt. Hier die Weiche einmal gerade. Der Güterzug ist da. Und auch du einmal die Ausfahrt. Perfekt. Oh. Jetzt haben wir hier im Bot wieder drin. Der Spieler wollte nicht mehr. Na, okay. So, der 670er. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da, oh, Misko. Eigentlich sollte der Güterzug jetzt da vorne durchfahren, aber der ist jetzt eine kleine Verfrühung. Nö, nö, nö. Wir warten jetzt noch auf 670. Na, seit zum 1.50. Na gut, das ist jetzt gleich. Ach ja, nö, nö, wir warten da. Dürfte nicht mehr so lange dauern, das ist momentan hier. Ja, müsste eigentlich recht schnell gehen. So. Der Kollege kann jetzt auch einfahren. Gute Weiterfahrt, lieber Bot. Schade, sind es gerade ein bisschen wenig Spieler. Aber es hat generell ein bisschen abgenommen. Weil, ja gut, es ist momentan auch inhaltstechnisch noch nicht sehr viel passiert. Ich denke mal, in den nächsten Monaten kommt dann irgendwann nochmal diese Streckenerweiterung. Also ich mache da momentan auch ein paar größere Pausen. Simuell, weil sonst wird es einfach ein bisschen zu fort. Wegen Abwechslung.
Da haben wir 118. Achso, der ist jetzt im Plusfahren. Dachte schon. Der Schweizeri! Geil. Okay. Ja, okay. Geiler Username. Sie haben es in das Video geschafft. So, du bist ja sowieso ein Bot, dann gebe ich dir schon mal die Ausfahrt. Du bleibst ja eh sauber stehen. Eigentlich. Warte mal, der 42120, der ist jetzt gerade in Lazy. 42120, was willst denn du eigentlich machen? Ah, der fährt nach Gora. 55. Weil ich mir gerade überlegt, ob ich den Güterzug schon mal nach vorfahren lasse. Aber wenn wir auf den warten. Dann blockiert er mir unten erstmal das Gleis so lange, bis der SBL-Block hier frei ist. Also macht es eher Sinn, dass wir den anderen die Einfahrt geben. Für unten. Und wenn dann oben frei ist, dann schickt man den halt oben drüber. Jo, Lazy. Ich weiß. Oh. 42120. Auf Gleis 4. Wenn du meinst. Verzug. Wieso willst du den auf Gleis 4 schicken? Schickst du den jetzt wirklich unten? Schon aber wirklich klingelt. So, 4670. Abfahrt 51. Also jetzt dann. Mein Kollege. Die KI macht hier manchmal echt komische Sachen. Ich hab's mir schon fast gedacht. Kommt er doch nicht auf der 4. So, schön anhalten da unten. Ja, da kommt ganz normal. Aber witzig wäre es gewesen. Ich hätte ihn angenommen. Oh, mach frei. Dankeschön. So, Gora-Zug. Der Zug da oben. Ausfahrt. Schau mal ganz kurz in die Spycam. Sehr schön. Und von Gora Müsku kommt irgendwie gerade gar nichts. Tut die Hose. Und ansonsten haben wir nur den einen Güterzug da, den 446022. Nichts los. So, gute Fahrt. Schweizerli. Ja. Made my day mit dem Username. Perfekt. Dann können wir noch den Güterzug hinterher schicken. Ja, der ist jetzt auch gerade. Mal reinrauschen. Moin. Gut, das ist ein Bot. Ja, kriegst du mal deine Ausfahrt.
Da kannst du dein Ding hier machen. So, wir fahren einmal so, wir fahren einmal so. Und let's go. Jo, kommt, perfekt. Moment mal, ich glaube, ich habe da gerade einen Zug übersehen. 446022. Was bist du für einer? Ich will nach Misko fahren. PBJ, Leerfahrt. Ah ja, gut. Um 3 nach, der kann ja mal ein bisschen warten. So, mal schauen, ob wir das hier gleich beobachten können, wie der hier verschwindet. Seht ihr? Weg ist er. Und taucht dann aber gleich wieder auf. Ja, wenn er in den nächsten Block einfährt, fängt es, glaube ich, hier wieder an zu leuchten. Ja, wer mit der Nachbarn? Er ist wieder da. Na, Block. Dann halt nicht. Aber ich weiß, dass noch ein Zug ist. Ah ja, jetzt. Es soll so nie sein. Generell mit den Patches lassen sich irgendwie Zeit. Da gibt es am Anfang wie so eine Welle mit den ganzen Patches, gerade wenn sie irgendwas Neues gemacht haben. Und dann ist ein, zwei Wochen was los und dann wieder gefühlt monatelang gar nichts mehr. Und außer die Picture-Updates kriegt man irgendwie nicht sehr viel mit. Gut, ich weiß nicht, was im Forum so abgeht. Da bin ich jetzt nicht mehr so aktiv. Da höre ich noch ab und zu mal rein. Vor allem in die Custom-Szenarios, um zu schauen, ob da was Interessantes dabei ist. Habe ich auch wieder was gefunden. Werden wir demnächst mal wieder fahren, im Singleplayer. So, machen wir bitte frei hier. Da ist der Leerzug. Ja, der wird jetzt noch einen kleinen Moment warten. Und ansonsten schauen wir mal rein. Ja, tote Hose. Hier 14. 40, 170. Ja. Überschaubar, überschaubar. Ah, jetzt kann er rein. So, kommen Sie rein in den Bahnhof. Ja, 9 nach, 6 nach, 12 nach, 16, 21, 32. Ein paar Verfrühungen wieder. Ja, vor allem Verfrühungen momentan. War ich weggefahren? Ein Zug, mein Kollege. Ein Zug. Ach, wenn die Strecke nach Misko ein bisschen weitergehen würde, das wäre geil. Das ist eine schöne Strecke nach da oben rauf. Langsam, aber schön. Aber ich habe es eh schon mal erwähnt, die alte Strecke von bis nach Warschau nach oben. Das wäre was. So viele geile Bahnhöfe. Ich glaube, das werden wir so schnell nie sehen. Erstmal Krakau und dann mal weiter gucken. Jetzt ist bis dahin auch die deutsche Strecke fertig. Ein Zug. Liebe KI. So, mach einen Block frei. Das wird unsichtbar. Yes. Wunderbar.
Damit wären wir arbeitslos. Nichts zu tun. Ah, 40, 6, 23. Am Kommen. Unter eine Güterzug von da. Alle Bots. Oder? Mal kurz schauen. Nee, da ist ein Fahrer drin. Achso, warte mal, das ist der Schwitzeli. 649. Wo geht der gerade um? Sehe ich gerade irgendwie nicht. 20 Kilometer, 2020. Schade. Das waren auch Zeiten, wo hier nur alles bis jetzt gewesen ist. Da war es dann aber auch vorbei mit der Pünktlichkeit. Okay, ich würde mal sagen, ich mache mal ganz kleinen Cut, bis mal die nächsten Züge wieder kommen. Und dann schauen wir weiter. Also, bis gleich. So, langsam gibt es wieder was für uns zu tun. Der 140-40 da unten fährt gerade in die Gütergleise ein. Der 40-170 wird gleich mal losfahren. Dahinter kommt der 64er, der wird dann auch runterfahren, genau wie der, denke ich mal. Und der 40-623 von Müsko. Machen wir den mal zuerst. Das ist der da. 12.09, ein Personenhalt. Einmal gerade durch. Da wird schon geklingelt für den Güterzug. Einmal rein mit Einfahrt. Und 40-170. Er möchte wohin? Er möchte nach Müsko. Okay. Das war jetzt mit Personenhalt, ne? Ja. Ein Personenhalt. Ja, einmal gerade. So. Hat auch seine Einfahrt. Und der Güterzug. 414. Will auch nach Müsko. Da haben wir noch diesen TME davor. Der 464. Was haben wir dann hier? Fährt gerade bei Lazy ein. Ja, soll man, das sind beides Güterzüge, soll man den anderen gerade losschicken? Weil der einzige, was zuerst fahren muss, ist der ROJ hier, der 4070. Ah, ich glaube, den lassen wir mal durchrauschen. Geht schneller. Es sollte den anderen ja auch nicht verspäten. So, von Goda, ein Express, 14.21, gut. Der wird noch einen kleinen Moment brauchen, bis er da ist. Wenn er recht flott ist. Wie ist denn das? Der 40.623 soll er schon zuerst fahren, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich sollte der zuerst fahren. Ich müsste ihn eigentlich anhalten, dass er nicht einfährt. 64, 90, 64 hast du gutes Signal, oder? Oh, da gibt's Stau. Da ist der Express hinter dem Güterzug. Okay. Ja gut, nicht mein Problem. Du hast ein rotes Signal vor dir, oder? Ja. Da geht's Spaß. Gut, wir könnten den Express auch oben drüber schicken. Muss er halt auf 40 runter. Also entweder warten oder auf 40 runter. Hm. 2, 2. Ah, 14, 21.
Ist der Express. Da ist auch jemand drin. Ja, weißt du was? Wir machen da eine Überholung. Geht nicht anders, wenn der hier einen Personenhalt machen muss. Tut mir leid, ich habe nur eine Hochgeschwindigkeitsweiche da. Also 100. Ich glaube, ich werde ihm das nochmal kurz sagen. Ja, geht jetzt sowieso auch im Rennrollen. Auch nicht in Sichtweite. Hä? Geht jetzt so gerade Ausfahrt. Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis der Express da bei uns ist. .40623, die Ausfahrt wird sich noch ein bisschen verzögern und ich würde einen Express überholen. Ich hoffe, das hat er gehört. Ansonsten wird er sich schon melden. So, beide da. Mindestens einen von beiden sehe ich schon mal. Habe ich das Mikrofon richtig eingestellt? Mal kurz schauen. Sound. Yes. Jetzt ist er wieder rausgegangen. Ist das, weil ich gesagt habe, die Ausfahrt verzögert sich? Mein Gott. Der Express ist weg. Also ist er nicht, aber... Das ist so doof, die Anzeige hier. Mein Kollege. .40170 als Bot. Hier schon mal die Ausfahrt. Ich wünsche viel Spaß. .14.21 auf die 1. Zumindest sobald er im Bahnhof ist, schicke ich das mal ab. So, der Express ist jetzt dann auch am Anrollen. Der eine Gütezug ist jetzt unten. Wunderbar. Schauen wir ganz kurz in die Spycam. Oh, das wäre sogar ein schöner roter Kiebel da hinten. Den lasst einfach gehen. Nee, nee, nee. Oh, danke für den Hinweis. Hätte ich gerade wieder vergessen. Da ist er, der Express. Muss er nicht mehr so weit fahren, aber dann muss er wenigstens nicht auf den Kiebel warten. Was, das passiert immer, wenn die GZ Güterzüge übers Hauptfeld schickt? Ja, der GZ war halt zu dem Zeitpunkt, als der Güterzug kam, eine KI. Ach jo. Oh, geil. Durch das Riskieren vom Express. Na komm, komm mal da oben rauf. Ich hab noch ein bisschen Luft. Der ist noch da vorne drin. Der sollte sich ausgehen, dass der Güterzug da oben rauf fährt.
Ja, das wird schon passen. Moin, gute Fahrt. Achso, wollte vielleicht die Meldung noch machen? Dankeschön. Echt ein bisschen blöd mit der 40er, aber gut. Ich muss da mal Ende des Jahres unbedingt nochmal vorbeischauen in echt, weil der Bahnhof wird gerade so krass umgebaut. Schauen wir es dann da ist. Und vielleicht ist dann auch das neue Stellwerk dann schon fertig. Wo also ja ungefähr hier steht, das neue. Vielleicht sieht man da auch schon ein bisschen was. Da kann ich ja generell mal auch mal die Gleisanlagen da hinten mal ein bisschen abfotografieren. Weil den ganzen Bereich da hinten habe ich ja nur im Vorbeifahren fotografiert. Genauso wie hinten den Güterbereich. Kommt noch. Ah ja, jetzt kommt der Ankündigung für den Express. So, dann kannst du gerade weiterfahren. Der Express ist am Anrollen. ET22, gib Gummi. Ein bisschen längerer Kollege. Jetzt wird's eng. So, der kann jetzt wegfahren. Nachdem ich die Weichen auch halt richtig gemacht habe. Oh, bravura. Fahrweg prüfen. 40623 11 1 mit Verspätung. Könnte sich. Oh, das wird sich haargenau ausgehen, denke ich. Oh, 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 gleich wird es hier rot werden. Gib Gummi! So, machen wir hier schon mal die Ausfahrt. Oh, macht dunkel. Einsehen und sorry für die Verspätung. Komm, ganz ein kleines Mühe noch. Oh, das ist super knapp. Der 4122 an Publitze. Ah, hat sich gerade erledigt. Und auch noch ungeduldig. Mein Gott. Der ist noch nicht mal eine Minute gestanden. Beziehungsweise, naja, er rollt ja eh. Gut, wie ist man eine Sachlage? 64er ist unten, der 464 steht im Lager. Ja, da kommt 445 noch. Von Gora, der 24er. Das war's. Gott, überschaubar. Liebe Leute, Einzug. Ich mache keine Meldungen zu euch. Bist du eigentlich sehr verspätet? Nö. Eine Minute. Das holt er wieder rein da auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Lief ja gut. Ja gut, ich würde sagen, dann sind wir erstmal wieder arbeitslos. Ich mache mal einen kleinen Cut, wenn es wieder was zu tun gibt. Bis gleich. Sadale, gibt dir da was zu tun? 24123, den müssen wir mal die Vorstraße machen. So, hier habe ich gerade was nachgeschaut. 24123 mit Personenhalt natürlich. Einmal so.
So, und Lazy hat da die zwei Gütezüge stehen. Die fahren alle beide nach Misko, inklusive dem Kollegen da. Eigentlich können die alle los. Richtung Misko ist gerade nichts am Laufen. Schreiben das mal die zwei Gütezüge. Die schicken. Müssen nicht warten. Zettli. Ja, wollen wir beide schicken. Gut, mal schauen, was er da so sagt. Okay, kommt der 24 zuerst über 2. 64, 649. Er wird viel zu früh voran, 649. Jo, ordentliche Verfrühung. Schaut mir in der Vergangenheit. Minus 49. Läuft. Gut, wenn du da oben kommst. Ja, er hat schon mal grünes Licht. Dann viel Spaß Richtung Misko. So, da 1419 ist auch im Anmarsch. Der wird garantiert auch anhalten möchten. 1490 Euro City. Es ist so eng getaktet, gerade eine Minute auseinander. Ah ja. Und Gütezug kommt auch. 442023. Eigentlich hätte den anderen unten parallel schicken können auf 4, wobei ich weiß nicht, wie es. Ich glaube, die Ausfahrten gehen drüben bei Lazy alles auf ein Gleis zusammen. Ich glaube, das geht gar nicht, dass er zwei zeitgleich schickt. Bin mir aber nicht sicher. War schon länger nicht mehr im Stellwerk da links. So, 24123. Plante Abfahrt 21, du bist zu spät. So, 24123 auf der 1, dankeschön. Gehen wir ganz kurz in die Spycam rein. Ja, passt. Das ist so einer. Da kommt er ja. Wer ist denn du? IMM, Mathis G. Was auch immer IMM steht. Ach, das waren noch Zeiten damals mit den ganzen Gaming-Clans. Lang ist es her. Bei mir zumindest. Also gibt's ja schon noch, aber sind ja dann auch irgendwie verschwunden. Außer in der Profiliga. Was zum... Ab und zu habe ich das Gefühl, hier spielt ein Mod rum. Tschüss und viel Spaß. Gute Fahrt mit einer Dragon. Oh, Infrastruktur. Ja, sowas hat immer Prio. Bauen Sie mal aus, das Netz hier.
Und auch die Kati. Es wird lang nichts entkommen. Jetzt kommt noch der 464. Schaut euch das an, der 37122, der ist gerade da hinten. Gut, 464. Gerade nochmal kontrollieren. 464. Ja, Misko. Okay, ja, fährt auf N zu, das ist mein Ding. Freie Fahrt in Kürze. So, jetzt Endfahrt. So, 1419 after 1. Seine Abfahrt ist um 27. Jetzt gleich. Gerade noch so on time. In der Einfahrt steht da 442, also der 2023. Der möchte über die 1 fahren. Ja, muss warten. Theoretisch könnte man ihn auch oben lang schicken. Aber es ist schneller, wenn er jetzt hier kurz wartet. So, Ausfahrt. Ja, die Weichen noch gerade für den nächsten. Nicht in Sichtweite. Ah, das glaube ich, könnte sich jetzt ganz knapp ausgehen, dass ich mir da die Ausfahrt gebe. Und er nicht anhalten muss. Ja, 800 Meter bis N noch. Er ist hier im Vollgas geben. Ja, ich glaube, das wird schon. Yes, der kommt durch. Geil. 24 Minuten zu früh, beziehungsweise Abfahrt. Eine halbe Stunde zu früh. Haha, läuft. Cool, er ist auch am rausfahren. 3, 2, 1, Einfahrt. Na komm. Was soll das mit dem SZ? Ich glaube, ich werde beobachtet. Moin, Spaß. Sehr gut. Also für eine Zugnummer, genau, 442 11.1. Also, wenn ich hier was anpassen würde, dann die Weiche nochmal auf ein 100er oder zumindest 80 und die Weiche da oben. Das würde ein paar Sachen hier erleichtern oder vielleicht uns auch gerade bis jetzt in echt. Alles Baustelle. Beziehungsweise, mich würde es jetzt mal interessieren, wie sie das Stellbild hier angepasst haben, jetzt nachdem die Perrons da oben ungefähr da sind und von rechts befahren werden können. Oder ob sie das schon irgendwie teildigitalisiert haben, dass es hier nur so teilweise noch im Betrieb ist. Gute Frage. Ist auch irgendwie schade, dass sie dort das Gebäude nicht weiter nutzen.
Das müsste doch irgendwie möglich sein, dass man hier drin dann die digitale Zentrale macht. Die ist riesig, auch da mit dem riesen Anbau. Aber gut, da bin ich jetzt nicht vom Fach. Warum es jetzt dafür ein neues Gebäude braucht. Nächster Güterzug. So, Einfahrt. Ausfahrt. Und tschüss. So, wie schaut's aus mit den Verfrühungen? Minus 920. Wo ist der 464? Hier bin ich jetzt doof. 464. 022. Ah ne, der ist on time durch. Interesting. Gut, 44. Warte mal. 5034. Jetzt gucken, was der machen will. 18 Minuten PT. Auch nach Misko. Mal gucken. 37122. Auch nach Misko. 7 Minuten bleibt er hier stehen. Okay. Du, gute Fahrt. Also mal gucken. Also 37122 um 12:40 und der 5034 13:03. Dazwischen haben wir noch den ROJ 4150. 40672, wo ist der gerade? Der ist da hinten gerade. Hm, 32. MPE, na gut, der Güterzug bleibt stehen. Oh nee. Bitte fangen jetzt nicht auch damit an. Das reicht schon, wenn die KI das macht. Ach, der arme Chat. Warte mal, der 37122, der steht noch da hinten im Bahnhof drin. Soll ich die Güte so doch losschicken? Dann kommt der nächste für Cora. 45. 1120. Das ist auch da hinten gerade am Bahnhof. Nee, das ist ein MPI, das kann ich nicht machen. Zugdetails. Ja, nee. Wir warten ab. Schade, wäre der Güterzug gerade ein bisschen schneller gewesen. Aber ja, gut, klar. Ich meine, jetzt könnte man das Argument bringen, wäre die Strecke jetzt komplett ausgebaut, dann wäre es blöd, wenn der Güterzug zuerst fährt. Wenn sie nichts ausstelle, kommt erstmal erst nach einer Weile. Und jetzt im Spiel ist es nur so ein kurzes Ding. Ah ja, gut. Jetzt ist der Güterzug da oben auf der 4. Fünf Minuten. Ja gut, wir warten. Okay, liebe Leute, wir machen nochmal ganz kleinen Cut, bis die Züge da sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Also, 37122 ist hier drin.
Hat angehalten, hat auch die Ausfahrt schon. Da hinten kommt der 44-10-45. Der will auf die 160, das habe ich ihm jetzt auch schon mal gegeben. Und der Zug für Gora hat Einfahrt. Und wenn der Gora-Zug vorbei ist und der losgefahren ist, dann kann der Güterzug hier weiterfahren. Richtung Mysko. So der Plan. Mal kurz in die Spycam rein. Nee, nee, nee. Diese Lokführer. Was ist sein Name? Zucker. Zuckerdose. Okay. Kann man machen. Mein Kollege. Auch wieder eine KI. Komm, einmal die Ausfahrt. 4410 über 40. Machen wir kurz die Meldung. 4410 40 auf die 3. Gut. Einmal die Weichen angepasst. Am Ausfahrt. Ja, das läuft wie geschmiert. Mal kurz gucken. Kommt eh nix. Oder nicht so schnell. Passt. Yes, frei. So, los geht's. Mal kurz Spycam. Und wir sehen nicht sehr viel. Nö. Das wäre es noch, wenn die Kamera drehen könnte. So, guter Kollege. Grüne wird's nicht. Gib Gas. Oh, jetzt haben wir ein Spieler drin. Ein Ikea. Ikea was? Ikea-Bettentester. Ah, Mann. Das ist ein Username-Comedy pur hier. Da hinten kommt angerollt und er fährt jetzt auch los. Gott sei Dank. Sieht nach einer ET22 aus da hinten. Das müsste dann auch gleich wieder frei werden. Da kommt der 40125 möchte auch anhalten um 46 Abfahrt. Machen wir hier einmal gerade Einfahrt. Let's go. Yes, und Ausfahrt für den Kollegen. Es ist eine ET22. Käme es natürlich geiler, wenn er Zuckerrüben fahren würde. Und die nächste. Nice. Ah, jetzt kommen langsam die Spieler hier. Ah, Dominik ist auch wieder unterwegs. Ja gut, heute ist Samstag. Hab schon am Vormittag ein bisschen angefangen. Wurde ja alle noch im Bett gewiesen. Was machen die Zeiten soweit? Alles bestens. Eher zu früh als wie zu spät. Heute läuft's. So, was eigentlich mit dir? 4-11-2-0. Oh, so deine Abfahrt.
Jetzt dann. Gut. Nicht ganz eine Minute. Da hinten kommt der 7317. Das ist garantiert eine Leerfahrt. Ne, doch nicht. Ich möchte um 9.40 Uhr hier losfahren. Ganz kurz Spycam. Sehr gut. So, 40, 1, 2, 5, 11, 1. Und der muss noch kurz warten. Oh, wenn man hier noch so ein Perron zusätzlich hätte. Man macht die Map. Güterzug ist am runterfahren. Der steht da oben. Wartet auf die Einfahrt auf 2, I guess. Und dann zu uns. Und weiter hinten kommt wieder der nächste Schwung dann langsam. Und der nächste Express ist unterwegs. Ja gut, der wird noch 10, 15 Minuten sicherlich brauchen, bis er bei mir ist. Ja, wo ist Spycam? Und er fährt ab. Sehr gut. Achso, da oben. Ja, passt. Ich dachte schon, der meldet schon mal für den nächsten Güterzug. Na komm. Yes, frei. So, Einfahrt für dich. Jetzt kommt er. Und Einfahrt. Eigentlich. Das ist auch mal witzig, wenn man die da unten schicken würde. Statt immer da oben. Auch wenn es da oben natürlich des Öfteren schneller geht, als wenn die durchfahren müssen. Ach ja. Das hat damals schon geil ausgeschaut, beim Tag des Absteckgleises, dass hier alles rot war. Da war mal ein bisschen was los. Müssen wir auf Server 4 wieder machen. Darf man ja keine Events hier mehr machen auf dem Server. Wobei, Events, das ist so ein dehnbarer Begriff. Irgendwie gibt es das nach wie vor nichts Schriftliches. So, Spycam. Sehe auch wieder ein Bot, der hier reinfährt. Ein Zug, Kollege, ein Zug. Na, wo ist er? Da ist er. Du bist ja eh am Bot. Los geht's. 40672. Du möchtest nach Mysko. Alles klar. Nehmen wir hier gerade und die Einfahrt. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss an der Stelle. Mein Fazit so bis jetzt lief gut, sogar besser als gewohnt. Die Güterzüge konnten im größten Teil eigentlich verfrüht losfahren, ohne dass sie da irgendwie was eingeschränkt haben. Keine Probleme, auch mit den Spielern hier nicht. Hätte ein bisschen mehr los sein können. Aber ja, spielt sich ganz gut. Also vor allem mit dem Tool hier, wenn man hier mal ein bisschen schauen kann, wo gerade welcher Zug reinkommt und man dann im Vorhinein schon ein bisschen die Planungen machen kann. Hilft es insgemein. Mal schauen, vielleicht. Ah, ich glaube, ich suche mal nochmal ein anderes Stellwerk aus, wo ich das auch mal so nutze. 7.300 über 1.
Ich dachte gerade schon. Okay, wenn euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da und dann bis bald zum nächsten Abenteuer. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.